Micha und ich haben uns 2017 auf die Räder gesetzt und sind zusammen von Deutschland nach Indien gefahren. Davon haben wir in dem ersten dieser beiden Filme erzählt. Angekommen in Goa war die Reise damals für mich beendet und ich musste leider wieder zurück nach Deutschland. Für Micha allerdings ging es weiter, und zwar alleine. Zunächst wieder in den Norden Indiens nach Nepal, anschließend durch Südostasien, die USA, Kanada und Europa. Nachdem auch er im Spätsommer 2018 von seiner Weltreise nach Deutschland zurückgekommen ist, schnappen wir uns wieder die Fahrräder und treffen uns für eine dreitägige Tour dort, wo wir damals gemeinsam unsere Reise gestartet haben. Wir wollen uns über gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse austauschen. Vor allem aber will ich jetzt von ihm erfahren, was er am zweiten Teil seiner Reise alles erlebt hat. Die Reise hat mich ein Stückchen doch verändert. Der ganze Umweg kostet mich mindestens 400 Kilometer. Schmutz, Lärm, Verkehr. Richtig Kälte ist richtig schön in den Schlafsack. Und ich habe dann halt angefangen, direkt irgendwo nahe der Straße zu zelten. Fahren ging kaum, viel zu steil. Ihr habt's geschafft! Mike's Peak! Yeah! Dass ich jetzt nochmal zum Schluss meiner Reise, meiner Tour, nochmal so eine geile Zeit habe. Wow, Rocky Mountains. Das ist anstrengend. Unvergesslich, sowas zu machen.